Hallo, hi, sehr viel Lernen. Heute studieren wir die deutsche Grammatik, das Thema numeralen Zahlen, die Zahl. Es gibt Kardinalzahlen. Kardinalzahlen. Es ist eine gezählte. Zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und so weiter. Ordinalzahlen. Es ist wie ein Adjektiv verwendet man. Mit Daten zum Beispiel. Erste Mai, erste, zweite, dritte, vierte, am 3. Oktober zum Beispiel, mit den Namen Katharina die zweite, Peter der erste, Zahlwörter zum Beispiel, da steht ein Auto, zwei Studenten fällen. Er kommt um 1 Uhr, das Paket wiegt 2 Kilo, wir brauchen 3 Liter Milch, ich trinke eine Tasse Kaffee und esse zwei Brote. Diese Beispiele. Numeralien. Das Kleid kostet 100 Euro. Das sind ungefähr 7000 Rubel. Ich nehme drei Stück Zucker. Auf Seite 3 steht ein Fehler. Zwei Glas Bier reichen. Wir bekommen 10% Rabatt. Die Inflation beträgt 7,2% im Jahr. Es ist 12 Grad unter über Null. Ich kaufe 200 Gramm Butter. Wir fahren 60 Kilometer pro Stunde. Ich kaufe zwei Paar Schuhe. Er bekam ein 5 R8. Die 8 Straßenbahn hält hier. 2 plus 3 ist 5. Wir addieren und deklinieren. Nein, dividieren. 10 minus 3 ist 7. 10 minus 3 ist 7. 4 mal 4 ist 16. 18 durch 9 ist 2. Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre, also die Jahre, wie sagt man, die Jahre in den 20er Jahren, im 20. Jahrhundert, Zahlen schreibt man alles verbunden. 1961 und stellt man bei einfachen Zahlen, zum Beispiel 11, 1, 2, 3, 1 und 60, nicht 60 zum Beispiel, 70, 17 und stellt man nicht. 2016, der Euro würde 2002 im Jahr eingeführt. Wie spät ist es? Zeit. Wie viel Uhr? Wenn Sie fragen, wie viel Uhr, man muss sagen, wie spät ist es? What time is here? What time? Es ist 1 Uhr mittags. Es ist 9 Uhr morgens, 10 Uhr vormittags, 3 Uhr nachmittags, 7 Uhr abends, 12 Uhr nachts. Zum Beispiel. Es ist vielleicht nicht gesehen. Es ist 15 nach 11, ein Viertel 12, 11:15 Uhr, halb 3, 3 Viertel 3, ein Viertel, Quarter. Halb, es ist halb vor ein Viertel, vor 3. Es ist Punkt 5, exakt 5.
10 Minuten vor 5, es ist 13:20 Uhr. Ardinalzahlen, der wievielte ist heute? Wievielte? Antwort auf die Fragen, wievielte? Zum Beispiel. Heute ist der 1. Mai. Am 9. Mai ist der Tag des Sieges, zum Beispiel. Wann bist du geboren? Ich bin am 3. Oktober 1992 geboren. In welchem Semester bist du? Ich bin im 4. Semester. Katharina der Zweite, ich habe gesagt. Und Bruchzahlwörter. Zum Beispiel ein Drittel, die Endung L addiert. Die Hälfte, es ist ein Halb, zwei Drittel, drei Viertel, 2,5 Stunden, anderthalb, es ist ein 1,5. Das Bruchzahlwort. Drobi. Auf Russisch. Ja, es ist über Zahlwörter, es ist aus dem Malzow-Buch, Malzow. Es ist ein gutes Buch, sehr gutes, mir gefällt. Ich kaufte das für 3000 Rubel in Kasan. Gutes Buch, sehr gutes. Kurz, Grammatikkurs, aber wenn Sie, es ist eine grundsätzliche Information, hier grundsätzlich, und auch hier gibt es kein Überzahl. Und auch im Pons, es gibt auch zusätzliche Informationen, zum Beispiel sehr viele zusätzliche Informationen innerhalb mit Maßmengenangaben gemacht mit Zahlwörtern, beschreibt man Masse, Menge in der ersten Reihe, ein Viertel Pfund Butter, einmal, zweimal, dreimal, wie viel Mal? Es gibt auch Vervielfältigungszahlen, Multiplikativzahlen, einfach, zweifach, dreifach, wie viel Mal? Wiederholungszahlen, Iterativzahlen. Einmal, zweimal, dreimal Gattungszahlwörter. Einerlei, zweierlei, dreierlei. Die Sache sieht man zweierlei. Zum Beispiel aus zweiten Seiten, aus anderen Seiten und so. Es gibt positive oder negative Seite. So eine philosophische Frage. Da. So. Und auch so kann man auch sagen, Zahlwörter, Kardinalzahlwörter gebraucht man gewöhnlich, üblich, ohne Artikel. Überall. Ganz oder ganz und gar oder ohne Artikel. Aber im stilistischen Aspekt können verschiedene Schriftsteller gebraucht man auch Artikel, zum Beispiel der drei Brüder, sie wollen betonen diese Sache. Der zwei. Das ist das Haus der Esther. Sie beschreiben in diesem Fall eine konkrete Erscheinung. Sie wollen es akzentieren und betonen. Gewöhnlich schreibt man die Zahlen mit Zahlen. Zum Beispiel in arabischen Zeilen und nicht und manchmal wie das Wort, zum Beispiel 20, das Wort oder 5, die Zahl. Nun,
Dutzend, es ist ein 12. Dutzend.